Ich stehe in Washington. Wir schreiben den 3. Dezember 2018 und haben heute ein Memorandum of Understanding für die Zusammenarbeit in der Berufsbildung unterschrieben. Ein super Anlass mit Jungen, die in der Lehre sind, mit Ministern, die überzeugt sind vom System Schweiz, mit Unternehmen, die Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze anbieten. Eine richtige Demonstration einer guten Partnerschaft. Das heißt, die beiden Länder wollen intensiviert miteinander zusammenarbeiten in dieser Domäne. Die Amerikaner haben ganz offensichtlich realisiert, dass die Schweiz ein gutes Berufsbildungssystem kennt. Es geht auf Freiwilligkeit, die Unternehmungen sind nicht vom Staat verpflichtet. Und es geht auf ganz hochfrequentes Zusammenspiel zwischen Praxis und Theorie. Das ist das Geheimnis unseres Systems und mit unserem System sind wir in der Lage, allen einen Einstieg in einen Beruf, in eine Lehre zu bieten und damit eine Perspektive zu geben. Nicht ganz von ungefähr ist die Welt darauf aufmerksam geworden, dass wir gut unterwegs sind und darüber freuen wir uns und geben es gerne weiter, wenn wir in anderen Dossiers dann wiederum auf unserer Seite profitieren können. Für mich ein schöner Schlusspunkt nach mehreren Jahren der intensiven Zusammenarbeitssuche. Ich freue mich darüber, dass wir eine Grundlage bauen konnten für das berufsbildende Zusammenwirken und für das handelnde Zusammenwirken. Und ich wünsche meinen Nachfolgern nur das Allerbeste.